Wenn der Konvoi kampfbereit bleiben soll, brauchen wir neue Vorräte. Bezieht Stellung bei den Kisten und ladet auf, was wir brauchen. Habt ihr gehört? Ich brauche Einheiten an beiden Orten. Sichert sie! Das wird klasse! Ja. Wir haben hier Deckung. Ich höre. Erstmal dahin gehen. Augen aufs Ziel. Es weiß ja noch keiner genau, wie viele hier kommen, was hier passiert. Bleibt der jetzt da stehen? Ich dachte, er rennt bis da. Okay. Wir stehen da jetzt ohne Deckung. Cool. Oh, wo gehe ich mit der Vorhaut hin? Ach, da. Augen aufs Ziel. Ich bin bereit für Sie. Mhm. Mhm. Muss das, glaube ich, denn 7 Züge halten, oder wie sieht das aus? Zeit, ein paar Maden zu schreddern. Übrigens, der Sanitäter muss überleben. Steht da gerade. Jetzt geht's zu Fuß weiter. Ja, das sowieso, Fräulein. Sichere mir ein Schussfeld. Das ist eine gute Idee. Da ist eine Dingskiste, die könnte ich mitnehmen. Wir gehen mal hier. Also sind jetzt in der Mitte. Ich weiß nur nicht, ob die Link... Man könnte auch da hoch. Aber wir haben keinen Scharfschützen dabei. Lohnt eh nicht. An mir kommt niemand vorbei. Das sagt sie immer so. Und dann ist das Geheule groß. Geht klar. Bin dran. Befehle? Feuerschutz ist ganz wichtig, Freunde. Natürlich, die kommen jetzt von oben, ne? Nee, doch nicht. Erledigen wir das. Na, aber... Bereit. Waffenexperte auf Standby. Du hast auch Granaten. Werfe Granate! Du hast sie erwischt? Ja. Ja. Spiel ich im Sand oder was? Ich kann das eigentlich. Da hinten steht der Boomer. Ich kann ihn schon sehen. Nee, nicht schießen. Wohl, einmal schießen können wir. Bleibe in Alarmbereitschaft. Feind am Boden! Habe verstanden. Scanne jetzt. Na, dann scann mal. Wir sichern diese Position. Hm. Bin dran. Schießt er? Oder läuft er nur? Nein, er schießt!
traumatisiert. Und jetzt? Was kommt von da? Kriecher. Okay. Was kommt hier? Kriecher. Okay. Ja. Showtime, Leute. Ach, das geht ja bei ihm nicht. Gruppentherapie, alle Verbündete kriegen Heilung. Nee, Ich hör zu. Bei dir ist doch noch Captain Retro. Wie viel Schaden machst du? Okay, du machst fast gar keinen Schaden. Amok-Schuss, eine Einheit Feuer, einen verstärkten Schuss ab Schadensbonus entspricht 100% deiner fehlenden Gesundheit bis maximal 200 Schaden. Yeah. 280. Ach so, weil ich keine. Bayonettangriff geht auch nicht. Okay. Also müssen wir hier rein. Ah, der wird uns Schaden machen. Sehr viel Schaden. Das ist belastend. Einfach schießen. Und wir schießen daneben. Ja. Ach stimmt, da kommen ja auch noch welche. Dran. Okay. Nehme Position ein. Augen aufs Ziel. War jetzt nicht so effektiv. Dran. Yep. So, was machen wir jetzt mit dir? Du wirst auf den Sack kriegen. Und zwar nicht wenig. Brech auf. Nimm das ein Stück zurück, sonst wird das nichts. An mir kommt niemand vorbei. Mal sehen, was sie zu bieten haben. Wenig Munition? Ich hab. Wie viel Munition hast du denn in deinem Magazin? 3 Schuss? Und sie kann auch bloß einmal, ja? Sehr lächerlich. Er kann von überall treffen, ja? Okay. Ist interessant zu wissen. Erledigen wir das. Yep. Erstmal müssen wir ein Stück zurück, sonst wird hier nichts. Nachladen, Feuerschutz. Ein Verbündeten wird geheilt. Ja, das ist ja toll. Gruppentherapie. Alle werden geheilt. Kettensäge. Nee, wir müssen schießen. Muss nachladen. Ja, natürlich musst du nachladen. Kannst du auch irgendwas anderes? Hey.
Okay. Verstanden. Ja, mein Freund, du musst zurück. Du musst mal hier. Du musst nachher hier eine Granate schmeißen. Na komm, ich bin bereit. Zurück in dein Loch. Nachladen. Befehle? Erwischt. Lade nach. Bereit machen. Etwas nähert sich. Kann er auch mal daneben schießen? Ich muss nämlich da rein. Wie weit können die eigentlich laufen? Ist egal, stehst gleich wieder auf. Zeit, was für unser Geld zu tun. Ich bin noch nicht fertig. So sieht's nämlich aus. Der Hund muss auch noch mal bellen. Okay. Nicht schlecht. Natürlich. Ja, dass du keine Munition hast, ist ja nichts Neues. Hallo? Bereit. Ziel ausgeschaltet. Schussfeld festgelegt. Verstanden. Werfe Granate! Und los geht's! Kann mir einer erzählen, was mein Hund für Probleme hat? Sniperino kommt er jetzt noch. Ich muss da rein. Immer noch. Das wird klasse. Bleibe in Alarmbereitschaft. Weiter so. Okay. Ich kann das Ding jetzt mitnehmen. Kein Problem. Kontraposition! Der nächste bitte! Keine Munition, wie immer. So, und sie kriegt jetzt gleich hier Besuch, ne? Von ganz vielen. Einheit erhält einen zu Beginn des nächsten Zuges. Der Effekt geht verloren, wenn die Einheit zu Boden geht. Hm.
Erstmal heilen wir uns selber. Dann machen wir nochmal Feuerschutz. Er kann nichts mehr machen, er auch. Ach doch. Er kann nochmal nachladen. Ach nee, geht nicht. Waffenexperte meldet sich. Nee, er muss nicht. Von hier kann ich schießen? Nein, kann ich eh nicht. Dann gehen wir schon mal hier hin. Verstanden. Bin dran. Haltet die Stellung, Leute. Ja, der haut jetzt einmal zu. Haltet mir den Kriecher vom Leib. Hab sie im Visier und bleib bloß liegen. Showtime, Leute. Munition ist drin. Speer meldet sich. Ach, nee. Waffe fallen lassen. Reicht die? Nee, natürlich nicht. Riss und stirb! Ist der in der Deckung? Zählt nicht als Deckung. Okay, dann gehen wir da an. Augen aufs Ziel. Melde mich zum Dienst. Alle heilen. Bringen wir's zu Ende. Sehr gut. Bin dran. Speer hier. Speer hier, Speer lädt erstmal nach. Schussfeld festgelegt. So, und dann haben wir noch den mit der dicken Knarre. Achtung, da kommen sie! Handgesichtet! Der nächste bitte! Munition wird knapp! Was kommt hier noch? Kommen hier noch mehr? Snipers und die Mistviecher auch noch. Das ist natürlich belastend. So, da hinten ist uns ein. So, was machen wir jetzt? Ah, Zeckentritt. Ja, können wir nur die Zecke wegtreten. Verbündete heilen, nachladen, Feuerschutz, schießen. Einfach mal schießen. Ja, lad mal nach. Anderes kannst du ja eh nicht. Munition geht zur Neige. Dieser eine, der Statuseffekt verbrochen, bleibt dem Gegner unsichtbar, bis sie eine Aktion oder Interaktion ausführt. Das heißt, wir können hier hin. Nee, das ist doof. Sprinten. Was kostet es denn? Sprinten kostet ein Punkt, ne? Wir können auch hier sprinten. Aber das reicht nicht. Und ganz normal laufen könnten wir nach hier und schießen. Haben wir Doppelschuss? Ne, haben wir gerade nicht. Immer her mit ihnen. Schussfeld festgelegt. Bisschen wenig Trefferchance, ne? Naja, vielleicht treffen wir ja. Komm noch Munition!
Augen aufs Ziel. Vorhut meldet sich. So, was machen wir jetzt mit der Vorhaut hier? Weil das Ding wird eklig. Verstanden. Gebe Feuerschutz. Sehr gut. Fuck, ich hätte nachladen sollen. Das Problem ist nämlich, genau. Na sicher! Ja komm, steh mal auf. Mach ich mal nicht so ein Heckmeck. Unterwegs. Nimm das mal mit. Höre klar und deutlich. Irgendwo hier hinten ist der Sniper-Pimmel. Da hinten. Unsichtbar. Höre klar und deutlich. Okay, lade nach. Und Feuerschutz. Na komm, ich bin bereit. So, Captain Vorhaut. Captain Vorhaut muss erstmal nachladen. Und hier hinten ist ein Snipper. Können wir so weit werfen? Ja, macht ihm auf jeden Fall ein bisschen Schaden. Auf wen zielst du? Ah, noch ein Sniper. Den Nachschub habe ich schon mal erhalten. Da bin ich fein mit durch. Jetzt brauche ich noch den anderen. Wird auch langsam Zeit. Jo. Bleib's halt da. Ach, Sprint geht bloß geradeaus. Okay. Verstanden. Peng. Friss und stirb. Was machen wir mit dir? Erstmal nix. Ach so, da sind ja jetzt so viele. Scanne jetzt. Bin bereit. Reicht leider nicht. Aber er hat eh keine Deckung. Also egal was er macht, er kriegt Schaden. Was? Er ist gestorben dabei? Das ist natürlich belastend. Natürlich jetzt ein bisschen belastend, Freunde. Gebe Feuerschutz. Ich bin bereit für dich. Zwei Sniper sogar. Hab sie im Visier. Eliminiert. Natürlich kann er so weit laufen. Wiederbeleben, sofort. Ja, ja, entspann dich. Alles wird gut. Mission abgeschlossen, alles gut. Easy. Leben noch alle.
bisschen Schwund ist immer, ne? So, das war interessant.